Welche Stadt soll ich als nächstes auslöschen? Es passierte auf Haiti, es passierte in Portugal. Ein riesiges Erdbeben. Tausende Tote dank eures verdammten Manuskripts. Das kann nicht sein. Shay, kein Mensch kann Erdbeben auslösen. Ein Mensch mit diesen Maschinen der Vorläufer kann es doch. Ihr kennt die Schatulle Hope. Der Tempel war zum Bersten voll mit dieser Art von Kraft. Ihr habt mich Unschuldiger ermorden lassen. Wie könnt ihr nur? Ihr verteidigt ihn? Achilles sandte mich dorthin, wie Macondal seinen Mann nach Haiti. Was ist denn hier los? Hört sofort auf! Die Operation war heikel, aber vielleicht... Ihr bringt die Welt aus den Fugen. Was macht ihr euch an, Städte untergehen zu lassen? Schafft ihn hier raus. Liam ist ein Narr, wenn er glaubt, ich beließe es dabei. Achilles ist nicht zu trauen. Er darf den Vorläufertempel nie finden. Mir egal, ob er Mentor oder seine Familie tot ist. Für diesen Wahnsinn gibt es keine Entschuldigung. Es gibt nur eins zu tun. Es gibt kein Zurück mehr. Ich hatte so Großes mit euch vor, Shay. Achilles, ich muss das tun. Und was genau müsst ihr tun, Shay? Eure Brüder bestehlen? Und mich betrügen? Jemand muss dafür bezahlen. Dafür bezahlen? Ihr habt keine Ahnung, was ihr tut. Die Zukunft des ganzen Kontinents, vielleicht der ganzen Welt, liegt in diesem Manuskript. Vielleicht. Aber wir haben nicht das Recht, über die Zukunft zu entscheiden. Das Recht? Wir haben die Verantwortung. Wir sind verantwortlich für den Tod von Unschuldigen und zerstörte Städte. Diese verrückte Gier nach Macht. Das endet jetzt. Ich lasse euch nicht zerstören, was wir erbauten. Assassinen! Ergreift ihn! Stopp, Shay!
in the missile. I can shoot him! I've got a good line on him. Es reicht! Gebt das Manuskript her! Sicher wird Achilles... Ich kann nicht! Ich werde das nicht mehr zulassen! All die armen Seelen! Was zählt da einem mehr? Jay! Was ist das? Eine Erinnerungsstörung. Es gibt wohl noch mehr Daten. Okay, Strohkopf. Ich kann Sie jetzt nicht aus dem Stuhl holen. Sie müssen das erst sichten. Das ist seltsam. Diese Erinnerung scheint 20 Jahre nach den gerade Gesehenen zu spielen. Sind Sie sicher? Absolut. Das heißt, Shane muss den Sturz überlebt haben. Wenn er der Mann ist, für den ich ihn halte, dann hat er. Machen Sie weiter. Die Daten sind fragmentiert, die Erinnerung unvollständig. Mal sehen, was ich tun kann. Hören Sie, wir müssen erfahren, was mit Shay ist. Die Erinnerung mag wüst aussehen, aber ich bin fast sicher, dass die Sequenzierung sie nicht umbringt. Okay, Stroh. Wir wissen nicht, wo Shay steckt oder was er macht. Halten Sie Augen und Ohren offen. Ich will den Grund wissen, warum Shay dorthin ging. Sie haben es gehört. Vorwärts. Et alors, vous l'avez trouvé? Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se magne, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler! Allons-y! Benjamin Franklin, hinter dem ist Shay her. Franklin reiste nach England und Frankreich. Und der Kerl sagte Notre-Dame. Shay ist in Paris? Dann zeigen Sie mal, was Sie können. Bannen Sie die Gefahr. Schützen Sie Franklin. Ne pensez pas.
Cette fois. Shit! Was ist los? Mehr Daten haben wir nicht. Mit dieser Erinnerung kommen wir nicht weiter. Vorerst. Shell kann nicht gestorben sein und dann 20 Jahre später in Paris auftauchen. Es fehlt etwas. Shells Erinnerungen sind über die ganze Cloud verstreut. Der Virus hat die Server gestört. Deswegen können wir nicht Shells ganzes Leben sehen. Sie stehen vor einer Wand und ich bin beschäftigt. Warum gehen Sie nicht zu Otto Berg? Er haust in einem der Büros. Ich langweile mich zu Tode. Shay Cormac ist ein Assassine. Aber er ist anders als die, die sie früher für Entertainment-Produkte nahmen. Ich glaube, Shay könnte der wichtigste Assassine aller Zeiten sein. Ihre Forschung wird mir dabei helfen, etwas zu erreichen, was ich schon sehr lange will. Shays Geschichte hat vielleicht auch Ihnen etwas zu bieten. Es gibt noch einen Server, über den wir an Shays nächste Erinnerung kommen. Na prima. Ich brauche den Strohkopf zurück, um fortzufahren. Gut, machen wir jetzt weiter. Ich hatte keine Lust mehr auf Melanies Reparaturcrew zu warten, also habe ich das Ding repariert, um sie in die Lobby zu bringen. Ich präpariere den Animus, während sie unten sind. Ich habe den nächsten Server auf ihrer Karte markiert. Abmarsch! Eine Level-1-Security-Sperre hat. Ich habe Ihnen die Level-1-Security-Freigabe erteilt. Jetzt sollte es keine Probleme mehr geben. Klasse, jetzt können Sie in den Serverraum. Sobald die Server wieder da sind, lade ich die nächsten Erinnerungen in Ihren Animus. Sie sind drinnen. Alle Punkte bereit. Dann los. Los, los, los! Wer sind Sie? Fasst sie nicht an. Himmel, Herrgott, bändigt ihn! Du, gib mir das Kind. Ruhig jetzt. Alles ist gut. Elena. Ganz ruhig, Mr. Burke. Ich verspreche, wir tun Ihrer Tochter nichts. Wer sind Sie? Ich bin Warren Widdick. Ich arbeite für Abstergo Industries. Sie verließen das Uti-Jäger-Regiment und wurden bezahlter Söldner, um Elenas Mukoviszidose behandeln zu können. Was hatte das für Auswirkungen auf Sie? Herr Kehle! Ich habe ein Angebot für Sie. Ich arbeite nicht für Unbekannte. Nicht diese Art Angebot. Ich werde jetzt etwas aus meiner Tasche nehmen.
Was ist das? Eine kleine Pille. Die ist übrigens für Sie. Hier, nimm eine kleine. Eine Arznei. Stopp! Na bitte, ist das nicht besser? Diese Pille heilt Sie. Sie ist nicht auf dem Markt. Aber sie kann die Ihre sein, falls Sie an einem kleinen Trainingsprogramm teilnehmen. Was kann Abstergo mit einem wie mir anfangen? Oh, Sie arbeiten nicht für Abstergo. Jedoch, wenn Sie gut sind, könnte Abstergo für Sie arbeiten. Eins will ich noch, bevor ich zustimme. Aus damit. Der da. Er hat meine Tochter erschreckt. Ich verstehe. Gentlemen, befreit Mr. Berg. Jenkins, gib deine Waffe. Was? Jetzt. Ja, Sir. Zufrieden? Ein Anfang. Gute Arbeit, Strohkopf. Die Daten sind ziemlich grob, aber genug, um weiterzumachen. Kommen Sie her, aber schnell. Es scheint, als befreie das Wiederherstellen des Servers auch andere Systeme vom Virus. Sie machen gute Fortschritte. Bin gespannt, was uns Shay als nächstes zeigt. Level 1 Freigabe gewährt Ihnen auch Zutritt zu anderen Gebäudeteilen. Falls Sie sich mal zwischendurch die Beine vertreten möchten. Wenn ich sage, das ist der verrückteste Mist, den ich je gesehen habe, wäre das die überflüssigste Aussage aller Zeiten? Shay hatte einige ziemlich traumatische Erlebnisse. Okay, die zweitüberflüssigste aller Zeiten. Erkunde diese Erinnerungen weiter. Das Beste kommt noch. Hey, schön, dass es euch besser geht. Danke. Mr. Finnegan, oder? Heilige Jungfrau Maria. Haben wir etwa den Dorftrottel erwischt? Barry! Erinnert euch, Shay, ich bin Cassidy und das ist... Barry! Ihr wart wochenlang krank. Ich wollte nicht zur Last fallen. Schau, er ist ein zivilisierter Bursche. Ei, für einen trottligen Deckschrubber... Bestimmt völlig besoffen von Bord gefallen. Barry? Er hat recht. Was wollt ihr alle? Was ist da los?
Wie kannst du? Schnauze, Weib! Au! Lass sie in Ruhe! Was habt ihr denn hier zu suchen? Halt dich da raus, du Idiot! Das wollte ich auch, aber... Jetzt nehme ich es persönlich. Und kommt ja nicht wieder! Danke, Shay. In jungen Jahren hätte ich die allein erledigt. Eigenhändig. Warum werdet ihr belästigt? Oh, das Übliche. Sie glauben, sie verdienen Geld, wenn sie uns friedlichen Bürger nichts tun. Hört meine Worte. Diese Banden sind der Untergang unserer Stadt. Wartet, ich habe etwas für euch. Ich will nicht, dass ihr völlig splitternackt herumlauft. Hier, probiert mal. Von unserem Sohn. Ich vermute, wenn ihr auf Streit aus seid, könnte euch das helfen. Vielen Dank. Ich sehe einen vollendeten Gentleman. Cass! Trug ich ein Buch bei mir? Nur diese seltsamen Waffen. Ich danke euch. Jetzt entschuldigt mich. Dann liegt das Manuskript auf dem Grund des Atlantiks.